haben euch auch noch eine kleine Bastelvorlage für das kleine Eselchen. Das könnt ihr dann einfach ausschneiden, kleben oder auch einfach anmalen. Ihr seht es da alles auf dem Papier, das wir euch zur Verfügung stellen. Viel Spaß damit! Jesus Christus, wenn ich sagen soll, wer du bist, fühle ich mich wie ein Eselchen an Palmsonntag. Du bist bei mir, ganz nah. Die Leute rufen Hosianna. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Sie wollen einen König, einen starken Mann, der allen helfen kann. Und ich weiß, so bist du nicht. Du bist ein Mensch, der sich Menschensohn nennt. Du fühlst dich wie ein Mensch. Deine Hand streichelt mein Fell wie ein Mensch. Und doch bist du mehr. Wenn ich das sagen könnte, dann wäre ich kein Esel mehr. Dann könnte ich mehr sehen als die meisten Menschen. So bitte ich dich, hilf auch mir. Dreh die Rollen um. Trage mich und ertrage mich. Gib mir die Stärke, das Schwere auszuhalten und dein Leid und mein Leid zu sehen, ohne zu verzweifeln. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal trauen wir unseren Augen kaum. So schön ist alles. Zu schön, um wahr zu sein. Diesen Moment gibt es in der Geschichte von Jesus auch. Er wird einmal von den Menschen erkannt als Sohn Gottes und wie ein König von den Menschen begrüßt. Nicht irgendwo, sondern in der Hauptstadt, in Jerusalem. Wir hören diesen besonderen Tag aus der Sicht des evangelischen Johannes, der im 12. Kapitel schreibt. Viele Menschen waren in die Stadt Jerusalem gekommen. Sie hatten von Jesus gehört. Sie kamen aus dem ganzen Land dorthin. Dort wollten sie ein wichtiges Fest feiern. Die Menschen hörten, Jesus kommt auch. Sie freuten sich und gingen zu ihm. Sie winkten mit Zweigen von Palmen. Laut riefen sie, Hosianna, das heißt, hilf doch, du bist groß, du bist da. Wir freuen uns, denn Jesus kommt von Gott. Deswegen ist er König von Israel, von unserem Land. Jesus fand einen jungen Esel und er setzte sich auf den Esel. Viel früher hatte ein weiser Mann das schon so vorausgesagt. Menschen, freut euch, seid guten Muts, denn euer König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Das haben die Freunde von Jesus erst später verstanden. Erst als Jesus gestorben war und wieder bei Gott war. Einige Menschen hatten gesehen, Jesus hat einen Toten aufgeweckt. Jetzt lebt er wieder. Viele Menschen hatten das gehört. Sie bewunderten ihn. Deswegen gingen sie jetzt zu ihm. Die Pharisäer waren Menschen, die sehr genau waren. Sie achteten auf die Gesetze. Nun waren sie misstrauisch. Alle hörten nur noch Jesus zu. Alle gingen nur zu ihm. Amen. Oh, mi Signore, laudato si, oh, mi Signore.
und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Digitalgemeinde, jeden Tag und jede Nacht dreht sich die Erde einmal um die eigene Achse. Und es wird Abend und es wird Morgen ein neuer Tag. Und jeden Morgen geht die Sonne wieder auf, neu über Gerechte und Ungerechte. Jeden Tag sterben Menschen und es werden Menschen geboren. All das ist selbstverständlich, wir wissen es, haben es in der Schule gelernt oder im Leben und niemand zweifelt daran. Aber wenn es darum geht, wer das alles angestoßen hat und am Leben erhält, da kommen den Menschen heute die Zweifel. Schon die Kinder in meiner dritten und vierten Grundschulklasse erklären mir, das alles ist nur wissenschaftlich erklärbar. Dafür brauchen wir Gott nicht. Dass hinter allem Gott stehen könnte, der für den Menschen alles zum Besten eingerichtet und erschaffen hat, weil er ihn liebt, dieser Gedanke wird weit von sich gewiesen. Dabei erlebt das jedes Kind eigentlich von klein auf. Die Eltern richten alles so ein, dass es ihm gut geht. Kinderwagen, Wickeltisch, Kinderzimmer, Spielsachen, alles aus Liebe für das Kind. Aber einen liebenden Gott, der den Anstoß gegeben hat, dass diese Welt geschaffen wurde, den soll es nicht geben? Vor kurzem bekam ich einen Anruf eines Konfirmanden, der hier auch einmal in der Jugendarbeit einige Zeit tätig war. Aber jetzt brauche er das alles nicht mehr, er will aus der Kirche austreten. Der christliche Glaube, ja, der hat seine Wahrheit und Weisheiten, aber er hat festgestellt, auch der jüdische und auch der muslimische Glaube haben Weisheiten und es käme im Leben darauf an, sich aus allem das Beste herauszusuchen und dann lebt man gut. Aber Kirche und Religion braucht man dazu nicht. Jede Religion habe Wahrheit, aber einen festen, einen bestimmten Glauben, den braucht der moderne Mensch nicht. Aber frage ich ihn, was machst du denn, wenn es dir mal nicht gut geht? Wenn du nicht weiter weißt und verzweifelt bist, zu wem gehst du da? Gehst du dann nicht auch zu einem Menschen, der dir von klein auf vertraut ist, der dir schon geholfen hat, der dich getröstet hat? Oder suchst du verschiedene Menschen auf, die du jetzt kennst und die du schätzt und fragst alle, was soll ich jetzt tun? Sie werden sicher alle was Kluges sagen. Aber wir brauchen alle mal jemanden, dessen Trost echt ist und den wir gut kennen und zu dem wir in der Not gehen können. Das ist Gott. Glaube und Treue hängen eng zusammen. Glaube sagt, du Gott, du kannst mir helfen. Du hilfst mir, weil du mich lieb hast. Du bist für mich da und sorgst für mich, nicht nur wenn die Sonne scheint, sondern gerade auch an den dunklen Tagen. Manchmal haben wir Christen in unserer Geschichte den Glauben mit der alleinigen Wahrheit verwechselt. Darum geht es nicht im Glauben. Glauben streitet weder wissenschaftliche Erkenntnisse ab, noch zweifelt er an der Wahrheit der anderen Religionen. Glaube aber gibt Halt im Leben und im Sterben. Ähnlich wie wir in unseren Familien von unseren Eltern und Großeltern Sätze und Verhaltensweisen lernen, auf die wir vertrauen, wenn wir vor Entscheidungen stehen oder in Krisen sind. Weil wir wissen, das alles hat sich bewährt. Darauf können wir jetzt bauen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So heißt es im Hebräerbrief, im Predigtext zum Palmsonntag. Durch den Palmsonntag wird unser Augenmerk noch besonders auf Jesus Christus gelenkt und auf den einen Moment seiner Erdengeschichte, in dem alle Menschen ihm als König zujubeln,
und seine Hilfe erwarten. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, so rufen sie. Diese Geschichte bleibt im Glanzmoment nicht stehen. Diesem einen Moment, in dem die Menschen sahen und glaubten. Dieser Höhepunkt, an dem sich alles hätte zum Guten wenden können und ein gutes Ende hätte haben können. Sehr bald siegte der Zweifel. Und die gleichen Menschen, die Hosianna gerufen haben, riefen später das Kreuzige ihn. Glaube ist anders. Glaube und Treue hängen zusammen. Das ist nicht unbedingt eine spontane, kurze Begeisterung. Es waren wenige, die den Sohn Gottes auch mit der Dornenkrone erkannten und bei ihm ausharrten in der Not. Sie glaubten an ihn und sie hofften an ihn, auch wieder den Augenschein. Die Zeiten haben sich verändert, die Menschen aber nicht. Jeden Tag und jede Nacht dreht sich die Erde um ihre eigene Achse. Und es wird Abend und es wird morgen ein neuer Tag. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Sie geht auf über Gerechte und Ungerechte. Jeden Tag sterben Menschen und es werden Menschen geboren. All das ist selbstverständlich und wir fragen nicht, warum es immer noch so ist. Aber wir hoffen. Wir hoffen noch immer, wie die Menschen damals, an die der Hebräerbrief geschrieben wird, dass alles einmal gut wird. Es gibt immer wieder Dinge, die wir nicht sehen können, aber die trotzdem da sind. Gott ist da, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Gott trägt dich, auch wenn du dich alleine fühlst. Gott stärkt dich, wenn deine Kräfte dich zu verlassen drohen, und er lässt es morgen und Abend und wieder morgen werden. Ein neuer Tag. Amen.